Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Kauch. Ich bin Ihr FDP-Bundestagsabgeordneter aus Dortmund und bewerbe mich erneut um ein Mandat im Deutschen Bundestag. Sie haben am 27. September die Wahl. Wollen Sie einen Neuanfang für Deutschland, damit sich Ihre Arbeit wieder lohnt? Wir Liberale wollen ein niedrigeres, einfacheres und gerechteres Steuersystem. Wir wollen, dass sich die Arbeit für die Mittelschicht wieder lohnt und wir wollen, dass sich Arbeit auch für Geringverdiener lohnt. Zum Beispiel für Hartz-IV-Empfänger, die einen niedrig bezahlten Teilzeitjob annehmen. Denen wird heute 85% ihres selbstverdienten Einkommens weggenommen. Das ist nicht fair und das motiviert nicht, deshalb wollen wir das ändern. Und wir wollen den Weg in den Überwachungsstaat stoppen. Die Große Koalition hat ganz viele Maßnahmen unternommen, die Sie als Bürger unter Generalverdacht stellen. Zum Beispiel werden Ihre Telefon- und Internetdaten jetzt 6 Monate einfach mal so gespeichert, weil Sie könnten ja was zu verbergen haben. Wir sagen, weil wir nichts zu verbergen haben, wir Bürger, deshalb verbitten wir uns, dass wir unter Generalverdacht als mögliche Straftäter gestellt werden. Die FDP will die Bürgerrechte stärken und wir wollen das rechtsstaatliche Verfahren wieder Leitlinie deutscher Politik werden. Ich persönlich habe mich in der vergangenen Wahlperiode schwerpunktmäßig eingesetzt für Klimaschutz und erneuerbare Energien, für Gleichstellung und gegen Diskriminierung. Und ich habe gemeinsam mit Kollegen es geschafft, dass wir ein neues Gesetz zu Patientenverfügungen bekommen haben, das auf die Selbstbestimmung der Patienten setzt. Und wenn Sie möchten, dass wir Liberale diese Arbeit weitermachen, dass die Große Koalition nicht einfach weiterwurschtelt und dass wir nicht hinterher aufwachen und eine Linkskoalition haben, Rot-Rot-Grün, egal was Ihnen Herr Steinmeier heute sagt, dann geben Sie Ihre Zweitstimme der FDP am 27. September.